So, da wären wir wieder. Und wir sollten mal ganz kurz schlafen. Und danach wollten wir in den Teleporter springen, um dann hoffentlich auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Also hinter der anderen geschlossenen Tür. Was auch immer das genau bringen soll. Aber wir sind ja hier in den Teleporter rein, kamen da raus. Das war doch der, oder? Ja, ich glaube schon. Dann sind wir hier auf die Druckplatte getreten. Die konnte man aber nicht durch einen Gegenstand auslösen. Dann gehen wir jetzt einfach hier nochmal rein und gucken, wo wir rauskommen. Und wir kommen wieder hier raus. Hier ist sonst kein Schalter, ne? Nee. Oh, Irrlicht. Stipp. Bevor du uns Mana saugen kannst. So. Okay, also der war es nicht. Gehen wir kurz in den rein. Der bringt uns ganz woanders hin. Okay, ganz woanders ist übertrieben. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch einen Teleporter. Der bringt uns... Haha, auf die andere Seite. So, den drücken wir jetzt einmal. Den drücken wir. Jetzt haben wir auf beiden Seiten die Druckplatten ausgelöst. Wir konnten sie aber nicht irritieren. Dafür haben wir beide Knöpfe gedrückt. Und das wird wohl ausgelöst haben, was es auslösen sollte. Also vielleicht kommen wir jetzt irgendwo anders hin. Nö, wir kommen wieder nach da. Na gut. Dann gehen wir halt jetzt einfach hier dran vorbei, bis dahin und gucken, wie wir da weiterkommen. Tup. Stopp. Bist du weg? Ja. Aber ich höre noch eins von den Viechern und wir haben nur noch auf Axel genug Mana für den Spruch. Da der Rest ja nicht genug Mana hat, um zweimal diese Stufe 4 Blitzschlag zu machen. Oder Stromschlag, besser gesagt. Ja, dafür ist dieser Dungeon gar nicht mal so schlecht, so als Magier-Training. Da war nur eine Kiste. Da können wir dran vorbei. Okay. Oh, und das Licht geht aus. Okay, da legen wir mal Lampenöl drauf. Das sieht garstig aus. Aktivieren und nachbilden. Oh, da kann man was duplizieren. Was wollen wir denn mal duplizieren? Ha, so einen vollen Bezelbecher wäre schon ganz schick. So eine Karte wäre auch nicht schlecht. Was haben wir an Waffen? Den Rubin der Wahrheit verdoppeln. Das geht bestimmt nicht. Galeische Plattenrüstung, die war besser als die hier? Nein. Das heißt, die Rüstung wäre das Beste an Rüstung, was wir duplizieren könnten. Probieren wir einfach mal. Zack. Nö. Also müssen irgendwas Bestimmtes reinlegen. Nur was? Das Einzige, was wir an Questgegenstand hier bisher gefunden haben in dem Dungeon, ist die Hand. Na gut, das merken wir uns mal für... Was ist das? Au. Okay. Das war so eine Art Folterzelle gewesen. Oh. Folterzelle gewesen. Oder es spawnt diese kleinen Dinger, also die Irrlichter. Aber gut, da geht's noch weiter. Und dann kommen wir hoffentlich gleich auf der anderen Seite raus, denn da wollten wir auch noch aufdecken. Nämlich genau hier.
schön. Hier ist noch so ein schockierendes Ding. Und da unten, wenn ich mich nicht verguckt habe, auch. Ja. Na gut, das sind dann wohl die Spawnpunkte für die Irrlichter. Das heißt, die ignorieren wir getrost. Also wir könnten versuchen, sie zu zerstören, aber... muss nicht sein. Wir laufen jetzt einfach hier weiter und gucken uns den restlichen Teil des Dungeons an, bis wir dann irgendwann... Oh, ich glaube, es ist falsch hier. Ne, wir waren schon überall. Das ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, jetzt müssen wir zu den Außerirdischen. Wo waren die noch gleich? Die waren hier unten. Das heißt, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Für wen entscheiden wir uns da? Es gab diese fliegenden Köpfe und diese Tentakeldinger. Ich nehme einfach mal an, dass die fliegenden Köpfe magische Gegner sind. Das heißt, die wird man mit Nahkampfwaffen gut töten können. Und die Tentakel sind halt Kämpfer, die wir mit Magie gut töten können. Worin sind wir am besten? Eigentlich Nahkampf, ne? Also sind zwar ein Magier und ein Magierlehrling und ein... Naja, er ist ein richtiger Kämpfer. Aber wir sind ein Magier, ein Magierlehrling, aber wir sind allgemein besser im Kämpfen als im Zaubern. Speichern wir trotzdem mal kurz ab. LP039. Also, wir sind allgemein gute Kämpfer, das heißt, wir schließen uns den Tentakeldingern an, damit wir gegen die Köpfe kämpfen und die dann im Nahkampf schön kaputt hauen können. Wenn meine Theorie denn stimmt. Gucken wir mal. Sieht ja schon mal recht interessant hier aus. Ein Goldschlüssel. Ist ja noch kein einziger Gegner. Können wir nicht knacken? Hey, jupp. Stahlarmschienen. Wer braucht am meisten Schutz? Ja. Die anderen sind alles normale Armschienen. Das heißt, die hier können verkauft werden. So, ein Ast der Herrschaft und ein Wächter und noch ein Wächter und... Jede Menge Ressourcen, sehr schön. Bisher war dieser Kampf gegen die Außerirdischen sehr lohnenswert. Au. Ha, aber ich dachte, wir werden in deren Ebene teleportiert oder in deren Reich oder Planeten oder wie auch immer. Und da sollen wir alle von denen ausrotten. Aber ich sehe hier keinen einzigen von denen. Die Musik ist übrigens auch sehr cool hier. Ah, da sind die ersten Köpfe. Okay. Gucken wir mal. Ich glaube, meine Theorie hat eine Schwachstelle. Die sind nicht durch Nahkampfwaffen verletzbar. Ah, doch. Nein! Das sind Rüstungszerstörer. Ah, so. Also ich könnte jetzt neu laden, aber ich bin kein Fan von Neuladen, wegen solchen Sachen. Das heißt, er läuft jetzt ohne Rüstung rum, solange bis wir eine finden und hoffentlich finden wir noch eine. So. Keine fliegenden Köpfe mehr. Dafür noch ein Goldschlüssel? Nein, ein Kupferschlüssel. Wir haben langsam keinen Platz mehr. Was sagt die Karte eigentlich? Wir sind jetzt schon recht lange hier drin unterwegs. Oh, das ist ziemlich groß. Und da ist eine Illusionswand. Klick. Oh, ein voller Bezelbecher. Sehr schön. Gegen was tauschen wir den dann? Denn wir haben ja keinen Platz mehr. Ja, die Notiz von Jaren, dass Ivel angegriffen wird, können wir knicken. Wenn wir Dawn irgendwann mal finden sollten, wird dir das ziemlich egal sein. Hier wird eher wichtig sein, dass wir sie befreien. Zack. Sie sind schwer zu treffen, die Viecher. Ich probiere einfach mal spaßeshalber Magie aus. Das scheint die gar nicht zu zucken. Oh, noch eine Kiste. Gib mir mehr Ressourcen. Ein George Schild. Wir haben schon ein George Schild. So. Was
heißt, das Schild könnten wir auch verkaufen, wenn wir den Platz hätten. Die Feuerballschriftrolle kann hier bleiben. Und eine neue Rüstung, sehr schön. Die ziehen wir auf keinen Fall an. Die Statue kann eigentlich auch hier bleiben. Damit haben wir schon die Nische gefüllt und damit das Rätsel gelöst. Und leer. Also ich hoffe mal, ich bereue das nicht. Und Goldschlüssel, damit kommen wir bestimmt raus. Ich will hier aber gar nicht raus. Ich will erst alles gucken, was man noch hier abgreifen könnte. Also hier rum, darum und rechts an der Wand langhalten. Weil so gefährlich ist die Ecke hier nicht. Es gibt immer nur ein, zwei von diesen fliegenden Hirnen auf einmal. Das ist gut machbar. Und es gibt jede Menge guten Loot, den wir bestimmt gebrauchen können für Scotia später. Also will ich hier nicht raus, bevor ich nicht raus muss. Oh, wo bist du denn? Du bist da unten rechts. Und wo führst du hin? Bitte nicht raus, bitte nicht raus. Ah. Können wir wieder zurück? Ah, Gott sei Dank. Oh. Da fällt mir was ein. Können wir denn nicht beide Rassen auslotten? Ausrotten? Ich weiß, das klingt jetzt ein wenig komisch. Aber wenn wir hier den Loot abgegriffen haben, können wir einfach mal spaßeshalber in den anderen Teleporter reinspringen. Oh, da ist noch ein Sichtbarwand. Zack. Hier. Oh, das ist nicht gut. Zack. Warum auch immer die Gehirne das machen können. So, komm, weg. Weg, weg. So, 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 so. So. Heilen. I don't have enough magic. Ah, Mann, Mann, Mann. Warum machen die das jetzt auf einmal? Es ist das erste Mal, dass sie damit angefangen haben. Und wir haben jetzt schon 5 oder 6 von den Viechern umgebracht. Na gut. Vielleicht ist das ja ein Oberhirn. Au, 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 au. Doch, da kommen noch Feuerbälle zurück. Die scheinen jetzt direkt in der Wand da zu stecken. Und wenn ich mich gerade nicht verguckt habe, kam nur ein Feuerball zurück. Jetzt gar keiner mehr. Hm. Okay. Oh, Schätze. Sehr schön. Zwergenstiefel. Haben, glaube ich, alle schon. Nee, er noch nicht. Und noch eine Plattenrüstung. Dafür lassen wir meinen Ginseng da. Ja, wenn wir hier zuerst gewesen wären, bevor wir nach Eifel gegangen wären, dann hätten wir auf jeden Fall die 3000 zusammenbekommen. Dafür ist es jetzt nur leider zu spät. So, da geht's weiter. Das heißt, hier durch und links an der Wand lang. Eigentlich würde ich auch ganz gerne bald mal schlafen. Hätte ich mal vorher machen sollen. Jetzt kommen wir die ganzen Rüttler und Waffenwegnehmer. Ich mache aber wieder so ein Artillerieduell. Au. Also Fernkampfwaffen scheinen bei denen wirklich am effektivsten zu sein. Und irgendwo ist gerade eine Wand aufgegangen. Oh. Es waren eben gerade noch 3. Immer noch 3. Ja, so kriegt Picard auf jeden Fall seine Counter-Level zusammen. Au, 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 au. Ich hasse das.
kriegen gerade auch richtig einen auf den Deckel. Das heißt, wir sollten eigentlich abhauen. Und erstmal hochheilen. Karte. Karte sagt, wir können da lang. Heilung. Wie abgebrochen? Nee, nicht abgebrochen. Aha. Wir hätten doch gegen die Tentakel kämpfen sollen. Das könnte eng werden. So, weg, 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 weg. Also jetzt kommen von beiden Seiten diese Köpfe. Okay, probieren wir das noch mit dem Artillerieduell. Du heilst dich erstmal hoch, weil du bist wichtiger als die anderen beiden. Und wir gucken einfach mal, ob irgendwann jetzt hier Feuerbälle uns entgegenkommen. Ich höre schon mal so ein Buff-Geräusch, aber es kann auch die Wand sein, die wir treffen. Eben gerade nur ein einziges Gehirn gesehen. Sind die anderen schon tot? Nee. Warum schießen die nicht zurück? Es kann sein, dass die Illusionswand die Feuerbälle von denen und unsere Bolzen und Feuerbälle abfängt. Das wäre natürlich ärgerlich. Ah! Ich hasse euch. So, und jetzt kommt mal durch die Wand durch. Ich will euch totschießen. So, hast du genug Mana für einen Zauber? Nein, hast du nicht. Oh, ist nur noch einer. Außer die haben sich irgendwie aufgeteilt. Und es ist irgendwie keiner mehr. Sehr schön. Das heißt, das in die Hand. Schlafen? Ah, nicht schlafen. Ja, wir hätten definitiv den Tentakel nehmen sollen. Da machen wir jetzt den Nahkampfwaffen dann vielleicht nicht so viel Schaden. Obwohl wir hier mit den Nahkampfwaffen ja auch keinen Schaden machen. Aber dafür werden es dann hoffentlich keine Säure... Rüstungszersetzer und Erdbebenschmeißer. So, jetzt haben alle ihre Waffen. Alle Hirne tot. Okay, wir drücken uns hier in die Ecke und schlafen einfach mal. Mann, Mann, Mann. So, Heilung. Und abspeichern. LP 039. Nee, 29, ne? Krummel, wo sind wir jetzt? Ja doch, 39. LP 039B. Und bis gleich.